Naja, und dann noch was anderes, diese ganzen Denunzierereien von den Leuten da im Internet, wenn ich das sehe jeden Tag. Wird mir schlecht, ehrlich. Was die machen mit den Leuten. Das ist schlimm, ist das. Die werden beleidigt und das ist auch immer dasselbe Schema, was die dann drauf haben, irgendwie so, gerade so bei Facebook, ne? Ich mache ja da nicht viel. Immer irgendwelche Comiczeichnungen, Figuren, also keine realen Menschen, die sich da halt, ne, wie man das normalerweise hat, als erwachsener Mensch. Und dann machen die immer, überleg dir mal, erwachsene Leute beleidigen da irgendwelche Leute, das ist so balla balla, ist das doch. Wenn du denen dann mal was schreibst oder versuchst, ein vernünftiges Gespräch zu führen, ist das ja nicht möglich. Ja. Kriegst du auch eine blöde Antwort und dann immer diese blöden Grinse-Emojis. Ja, ich hoffe, hier bei euch ist keiner von den Leuten dabei. So was will ich hier nicht haben, so ein Pöbel. Ehrlich nicht, so mit kranken Gestalten. Jeder kann eine psychische Erkrankung kriegen, ja. Da ist ja nichts dagegen zu sagen. Aber dieses Subtile, die Menschen niedermachen, ja, das ist doch der reine Selbsthass. Versteht ihr sowas? So ein Selbsthass? Ich verstehe das nicht. Naja, wenn ihr lustig seid, könnt ihr mir dazu was schreiben. Hier hatte ich ja auch so zwei, drei Kandidaten, die denn geschrieben haben. Was soll der Mist? Na, beantwortet ihr da die Frage selber, was der Mist soll? Ja, ich hack da noch ab und zu mal drauf rum, klar. Weil ich so eine schwachsinnige Frage nicht verstehe. Du kriegst von mir keine Antwort. Du kannst mal einen Katzenkopf.